Der Torschütze wird präsentiert von der Elektro Zika GmbH und trägt die Nummer 22, Peter! Danke! Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem nun insgesamt dritten Halbfinalspiel der Oberliga zwischen den Kassel Huskies und Löwen Frankfurt. Bei mir begrüße ich wieder die beiden Coaches, zu meiner Linken Martin Jiranek und zu meiner Rechten, Ihrer Linken, Uli Egen. Ja, die Spiele Kassel, Frankfurt, Frankfurt, Kassel haben es scheinbar in sich und bieten alles, was unser Jahr braucht, inklusive Altern um mehrere Jahre innerhalb von einem Spiel. Das erste Wort hat am heutigen Abend auch wieder der Gast, wie immer, Herr Jiranek. Ihr Eindruck vom Spiel, bitte. Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dieses Spiel passt dazu, diese Series. Ich hoffe, dass die Zuschauer, dass es alle genießen, diese Serie soweit. Es ist sehr spannend, sehr eng und ich glaube, das ist genau, was du willst vom Playoff-Hockey. Egal wie das letzte Tor, natürlich, wir sagen hoffentlich nichts. Kassel-Fans sagen, das war drin. Naja, das, bis ich sehe das auf Video, will nicht kommentieren. Fakt ist, wir haben heute verloren. Unser Spiel. Dankeschön. So, dann jetzt nochmal. Wir haben mit Matthäus schon mal denselben Spruch gemacht. Niveau ist keine Creme. Ja? So, und das heißt ganz klar, wir sind hier in der Pressekonferenz. Ich habe schon mal gesagt, wenn es eine Pressekonferenz ist, haben die beiden Trainer das Wort und das wird nicht kommentiert von den Anwesenden. So, darf ich mich jetzt erstmal bei Martin Jiranek entschuldigen, tut mir leid, und das Wort dann weitergeben an unseren Coach Uli Egen. Nachträglich frohe Ostern. Ja, mein Kollege hat es gesagt, es ist ein Spiel auf Augenhöhe, gleichstarke Mannschaften, da entscheidet immer die Momente, wo man weniger Fehler macht. Heute haben über 60 Minuten beide Mannschaften wenig Fehler gemacht, deswegen sind wir in die Verlängerung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich war mit der Mannschaftsleistung heute zufrieden. Wir haben taktisch sehr gut gespielt, wir haben dem Gegner heute nicht so viele gute Tormöglichkeiten gegeben, wie das im letzten Spiel war. Gut, letztendlich, wenn man in der Overtime dann gewinnt, ist es immer gegen Frankfurt bei uns nicht Glück, weil das ist ja normal. Wir haben es dreimal zu Hause gewonnen in der Overtime. Das war jetzt ein Spaß, aber wir sind im Overtime auch gut. Wir haben ein gutes System bei 4 gegen 4. Da bekommen wir unsere Torschancen. Aber letztendlich, nein, das Tor, man wird nur viel diskutieren. Ich war noch beim Schiedsrichter und habe ihn gefragt, wie er das gesehen hat, und er hat zu mir gesagt, er hat es so gesehen, dass der Sikora keine Bewegung im Schlittschuh gemacht hat, und somit ist es ein Tor, ganz klar. Aber es ist natürlich bitter, wenn man so ein Tor bekommt. Ich verstehe die Aufregung vom Gegner, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht und hätte mich darüber geärgert. Aber nichtsdestotrotz, wir führen in der Serie 2-1, am Freitag geht es weiter. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag nicht. In Frankfurt wird es auch wieder ein Spiel von zwei guten Mannschaften. Da wird letztendlich auch die Form entscheiden. Wir können uns gut erholen jetzt ein paar Tage, weil bei uns einige Spieler noch überbelastet sind. Jetzt in den letzten drei Spielen, wir haben nicht die großen Kader, den Frankfurt hat. Deswegen Kompliment an die Jungs, besonders an die Kassler Jungs hier. Die geben alles, die wollen unbedingt gewinnen. Und
die anderen bei uns auch in der Mannschaft, das ist klar. Aber man sieht schon den Willen bei uns in der Mannschaft, dass wir eine Runde weiterkommen wollen. Und ich glaube, wenn wir am Freitag unsere Disziplin, die Energie auf unsere Disziplin übertragen können, dann werden wir auch sicher gewinnen. Vielen Dank. Herr Kuli, an dieser Stelle wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, so es denn welche gibt. Keine Fragen, dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Endergebnis 4:3 nach Verlängerung. Strafen Kassel 12, Frankfurt 18. Zuschauerzahl 6.100, damit ausverkauft. Ergebnis aus dem anderen Halbfinale der VHL selbst gegen EC Bad Nauheim 0:2. Damit führt der EC Bad Nauheim ebenfalls mit 2:1. Unser nächstes Spiel, Uli hat es schon gesagt, am kommenden Freitag, das ist dann der 5.4.2013, 19:30 spielen wir in Frankfurt am Ratsweg. Und schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht. Sollte es zu einem fünften Spiel kommen, dann wird dies am Sonntag, den 7.4.2013 um 18:30 hier bei uns in der Eissporthalle stattfinden. Ihnen allen wünsche ich wie immer an dieser Stelle noch einen schönen Abend. Erholen Sie sich ein bisschen, machen Sie es gut. Bis dann. Guten Heimweg. Tschüss.